Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste. 53 Mal gedrucktes und Sie sind dabei. Und ich begrüße recht herzlich unseren heutigen Gast, Vera Friedländer. Herzlich willkommen. Und das Besondere, das ganz besonders Besondere, wenn man das so sagen darf, ist, dass sie gestern ihren 89. Geburtstag gefeiert hat. Und dazu gratulieren wir herzlich. Ich habe den Blumenstrauß hier hingestellt, ich überreiche ihn jetzt nicht, aber er steht schon mal da, der Geburtstagsblumenstrauß, sonst wird das hier zu feucht, aber den haben wir schon ausgewickelt und er ist für dich. Ein Dankeschön im Voraus. Ja, das Buch, über das wir heute reden, heißt Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander. Vera Friedländer hat eine große Anzahl von Büchern geschrieben, aber das soll heute im Mittelpunkt stehen. Gestern war ja, einige waren vielleicht dabei, auch in der die Erinnerung an die Fabrikaktion unweit hier vom Alexanderplatz. Und Vera Friedländer war in der Hitlerzeit als sogenannte Halbjüdin verfolgt und musste Zwangsarbeit leisten. Und viele Angehörige ihrer Familie wurden deportiert, ermordet in Auschwitz und an anderen Orten. Salamander, wenn ich das so sagen darf, den Kampf anzusagen, weil Salamander mit einem Haushistoriker versucht hat, die Geschichte reinzuwaschen, abzustreiten, dass es bei Salamander überhaupt Zwangsarbeiter gab. Und dieses ganze Buch ist eine Aufarbeitung dieser Geschichte und vor allen Dingen auch der Beweis dessen, dass es diese Zwangsarbeit gab. Vera Friedländer hat dann nach dieser fürchterlichen Zeit, wo sie auch gehindert wurde zu lernen und zu studieren, an der Vorstudienanstalt, also dem Vorläufer der ABF, Abitur gemacht und Germanistik studiert, promoviert und habilitiert an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist Mutter von drei Kindern. Einen Sohn kenne ich, Uli Schmidt, der war ein Kommilitone von mir. Und sie war zuerst Verlagslektorin und ab 1960 dann an der Germanistik der Humboldt-Universität. 1975 ging sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Warschau, um dort an der Universität zu lehren und ist damit auch Kollegin von Frank Wagner, der ja auch von der Germanistik war und als erster Deutscher damals nach dem Zweiten Weltkrieg nach Polen ging, dort aufgenommen wurde, um Deutschunterricht geben zu dürfen. Ja, 1982 wurdest du Trägerin des Jakob- und Wilhelm-Grimm-Preises und du hattest dann bis Mitte der 80er Jahre, bis 86, eine Professur für deutsche Sprache an der Humboldt-Universität inne. 1990 war Vera Friedländer Mitbegründerin des Jüdischen Kulturvereins hier in Berlin und vor allen Dingen hat sie noch mal so richtig etwas Neues angefangen mit der Gründung der Friedländerschule. Eine Schule, eine Sprachschule, die vor allen Dingen für jüdische Einwanderer aus Osteuropa Deutschunterricht erteilt hat. Und diese Schule, einige kennen die vielleicht, gibt es immer noch. Ja, und dein Sohn Uli hat dort jetzt das Zepter übernommen. Und diese Schule befindet sich in der Boxhagener Straße in der Nähe von der Warschauer Straße, wer dort vielleicht einmal vorbeigekommen ist. Und Vera Friedländer an der Zwangsarbeitsforschung der Berliner Geschichtswerkstatt mitgearbeitet und sich aktiv an dem Projekt Stolpersteine beteiligt. Und auch seit 2009 gibt es ein Theaterstück mit dem Titel Vera, das auf ihren Texten fußt und du hast selbst gesprochen. Ich war auch einmal dort, als es aufgeführt wurde und mit verschiedenen Schauspielern wurde das nachvollzogen, dein Leben dort gezeigt. Ja, und viele Veröffentlichungen, die können wir jetzt gar nicht alle aufzählen, vielleicht im Laufe des Abends. Du hast so viel gemacht in deinem Leben als Wissenschaftlerin, als Schul- und Vereinsgründerin, Publizistin, Stückeschreiberin. Was ist dir das Wichtigste von diesen Dingen?
Ach, mir war eigentlich alles immer ganz wichtig, was ich gerade gemacht habe. Ich kann jetzt nicht sagen, das war das Wichtigste. Sagen wir mal, alles das, was ich mit jungen Menschen zusammen gemacht habe, deshalb also die Universität und später, wenn ich jetzt mal so in Schulen gehe, das ist mir wichtig, dass jungen Menschen mitgeteilt wird, was es mal gegeben hat. Ich komme jetzt zu dem Buch etwas genauer. Ich hatte es ja schon gesagt, du setzt dich mit dem Thema Zwangsarbeit auseinander, aus deiner eigenen Geschichte und intensiv mit diesem Juristen Sturm. Denn der Herr Sturm hat die Geschichte von Salamander aufgeschrieben. Gab es dann mal eine persönliche Begegnung mit Herrn Sturm? Ich war 2011 in Kornwestheim, da konnte ich nicht über dieses Buch, das gab es ja noch nicht, aber über meine Geschichte dort schreiben und sprechen und einiges auch zu dem sagen, was Sturm damals geschrieben hatte. Aber er war vorher gestorben. Ich hätte ihn gern selbst getroffen und ihm das alles selber gesagt, aber dazu kam es nicht. Sturm, also dieser Haushistoriker von Salamander, also Kornwestheim ist quasi die Zentrale von Salamander, der behauptet ja, Salamander hätte schützende Hände über die Juden, die bei Salamander gearbeitet hätten, gehalten. Und du hast nachgewiesen, dass das eine Legende ist, dass das einfach eine Notlüge oder wie auch immer war. Wie haben denn die Menschen, die dort jetzt in Kornwestheim, dem Sitz von Salamander, leben, auf diese Äußerung und diese Enthüllung, wenn man das so sagen darf, reagiert? Auf das, was ich dann gesagt habe? Naja, sie waren einfach, also 2011, sehr erstaunt, überhaupt so etwas zu hören über Sturm. Aber damals hatte ich noch nicht so viele Dokumente, dass ich alles so gut belegen konnte, wie jetzt in dem Buch. Aber ich habe es immerhin schon mitgeteilt. Und ich habe auch seitdem immer Kontakte zu Leuten in Kornwestheim gehabt. Inzwischen hat sich dann dort eine Gruppe gebildet, die sich darum kümmert, was in der Vergangenheit, also in der Nazi-Vergangenheit dort passiert ist. Nicht? Also, aber bis dahin war eben Sturm die Autorität in Kornwestheim. Was der sagte, das galt eben. Wenn ich mich recht entsinne, gab es einen jungen Mann, der nach einer Veranstaltung mit dir gesagt hat, ich werde nie wieder Schuhe von Salamander kaufen. Ja, das gab es im, in Lübeck dort im Buddenbrookhaus. Mhm. Da habe ich direkt die Passage zur Zwangsarbeit gelesen und da kam dann hinterher einer, der zog seinen Schuh aus und sagte, gucken Sie mal rein, was da steht. Ich trage nie wieder einen Schuh von Salamander. Ja, sehr gut. 1999 wurden ja Zwangsarbeiter entschädigt. Salamander stand allerdings nicht auf der Firmenliste, die Zwangsarbeiter ausgebeutet haben. Wie kann man sich das erklären? Naja, da standen da sowieso nur 2000 drauf, das waren ja sowieso viel, viel mehr, das war nur eine Auswahl. Aber Salamander war wirklich noch nicht erfasst. Aber über die Claims-Konferenz konnte ich mitteilen, dass Salamander dazugehört und die haben das dann auch aufgenommen und haben mir dann auch geschrieben, dass Salamander bereit sei, etwas dazu zu zahlen, aber ich habe nie erfahren, ob Geld geflossen ist oder nicht. Ja, wir haben jetzt vereinbart, dass du aus deinem Buch liest und das ist jetzt kannst du lesen. Gut. Genau. Ja, schön. Lesen ist zu viel gesagt, ich spreche. Ich schildere nicht in diesem Buch nicht die Bedingungen meiner Zwangsarbeit. Das habe ich ja in dem ersten Buch schon gemacht. Aber ein Abschnitt daraus ist als Einleitung in dieses Buch übernommen worden. Und damit ist also meine Beziehung zu Salamander geklärt. In diesem Buch geht es, wie schon gesagt, um die darum,
wie mit der Vergangenheit umgegangen wurde, mit Verantwortung und Schuld. Ich kommentiere, was gedruckt vorliegt und was ich an Informationen gefunden habe. Viele Informationen konnte ich den Studien von Petra Bräutigam und Anne Sudrow entnehmen. Die beide haben, also in verschiedenen Büchern, die Entwicklung der Lederbranche in Baden-Württemberg erforscht. Und das andere war dann vor allen Dingen, das waren die Schriften von Hans-Peter Sturm. Der hat 1958 die Geschichte der Salamander AG veröffentlicht und um das Jahr 2000 herum mehrere Artikel zu Korn Westheim und Salamander geschrieben. Korn Westheim im Kreis Ludwigsburg-Württemberg, das ist im Prinzip bis heute noch Salamander. Ja, Sturm war kein Historiker, er war Jurist. 17 Jahre war er Polizeipräsident der Landespolizei in Baden-Württemberg. Und in den 90er Jahren hat er in Sachsen gewirkt und war mitbeteiligt, dass der neue Kapitalismus dort installiert wurde. Sturms These lautet, Salamander wurde von humanhandelnden Direktoren geleitet und die hatten schneeweiße Westen vorzuweisen. Dem widerspreche ich. Ich sage und belege es, Salamander hat viel zu verantworten. Es war beteiligt an der Arisierung jüdischer Betriebe, an der Schuhprüfstrecke in Sachsenhausen, an der Ausbeutung von Zwangsarbeitern. Die Fakten wurden geschönt, gefälscht, geleugnet oder verschwiegen. Zu den drei Punkten Arisierung, Schuhprüfstrecke, Zwangsarbeit möchte ich etwas sagen, aber zuvor dies. Ich nenne bei diesem Thema auch Wörter der Nazisprache und ich bitte Sie alle, die Anführungszeichen sich dazu zu denken. So, zur Arisierung als ersten Punkt. 1933 hatte Salamander einen Makel. 50% des Aktienkapitals von 32 Millionen Reichsmark war in jüdischer Hand. Das wurde schnell geändert. Die Familie Siegel, die andere Hälfte besaß, übernahm die Aktien der Familie Levy. Zu einem Preis, der nicht bekannt ist, aber ganz bestimmt der Arisierungspraxis entsprach. Die Levys emigrierten, aber dann waren da noch Direktoren und leitende Mitarbeiter Juden und die mussten die Firma verlassen. Das waren die Direktoren Hermann Weil und Theodor Hirsch, der Rechtsanwalt Fritz Abraham, der Rechnungsprüfer Paul Nathan und die Direktoren Pressburger, Friedländer und Atlas. Mit Friedländer habe ich aber nichts gemeint. Der Name ist so häufig wie Schmidt, Schulze, Meier. 1934 gab es keinen jüdischen Aktionär mehr bei Salamander. Kein Jude war mehr im Aufsichtsrat oder in irgendeiner leitenden Stellung. Alle Prokura für Juden wurden gelöscht. Salamander hatte sich 1934 bereits selbst arisiert. Und damit war es gerüstet für die Möglichkeiten, die das neue Regime bot. Der Generaldirektor Alex Haffner, der erkannte die Zeichen der Zeit. Er führte die Firma an das große Geschäft heran. Das bestand unter anderem im Raub jüdischen Eigentums. Salamander hat sich eine ganze Reihe jüdischer Betriebe angereignet. Das geht unter anderem aus dem Geschäftsbericht des Vorstandes vom März 1950 hervor.
Darin heißt es, ein Teil unserer Betriebe und ein Teil unserer Geschäfte in eigenen Häusern konnte noch nicht wiederhergestellt werden, weil es Rückerstattungsforderungen gab. Zwar hatten wir in allen Fällen, in denen wir jüdisches Eigentum erwarben, einen guten Preis bezahlt. Sie haben jüdisches Eigentum erworben, wie bei einem ehrlichen Kauf. Unser größter Rückerstattungsfall, der betraf unsere Lederfabrik in Offenbach, deren Aktien wir 36 gekauft hatten. Der Aktienwert betrug 6 Millionen Reichsmark, gezahlt wurde weit weniger als 1 Million, also etwa ein Zehntel des Wertes. Und in einem zweiten Fall handelte es sich um die Schuhfabrik in Vorndau bei Göppingen. Der Kaufpreis ist zum großen Teil noch geschuldet. Was nutzt ein guter Preis, wenn fast nichts gezahlt wird? Salamander hat lange gewartet. Es hat vielleicht auf die versprochenen 1000 Jahre gehofft. Das gibt dann noch Hinweise auf weitere Rückerstattungsforderungen und schließlich stellt sich Salamander in diesem Bericht als freundlicher Helfer dar. Seinerzeit hatten wir Gebäude und Maschinen erworben, natürlich erworben, um dem Vorbesitzer die Auswanderung zu ermöglichen. Bei Salamander hat also niemand also irgendwelche ökonomischen Interesse verfolgt. Sie waren nur humane Helfer. 1945 war Salamander ein Mischkonzern. Er verfügte über mehrere Schuhfabriken, mehrere Lederfabriken, eine Fabrik für Lederersatzstoffe, Fabriken für Klebstoffe und Schuhpflegemittel, Vertriebsgesellschaften mit Filialketten. Salamander war reich und mächtig geworden. Es wurde der führende Schuhfabrikant des Landes. Zur Schuhprüfstrecke. Im KZ Sachsenhausen gab es Schuhläuferkommandos. Das waren Häftlinge, die Schuhe oder Teile von Schuhen aus Ersatzstoffen auf die Verwertbarkeit dieser Ersatzstoffe testen mussten. Leder war Mangelware und die Branche war aufgefordert worden, Ersatzstoffe zu entwickeln. Die wurden überall in der Wirtschaft gebraucht. Salamander stieg in die Forschung ein und entwickelte und fertigte dann auch im Werk in Türkheim in Bayern Lederfaserwerkstoffe aus gefasertem Leder, Zellulose und Kaltleim. Die Tests verliefen unter brutalen Bedingungen. Die Schuhprüfstrecke, das war ein Halbrund von 700 Metern mit unterschiedlichem Belag und darauf mussten die Häftlinge täglich 11 Stunden marschieren und 30 Kilometer, in den letzten Jahren 40 Kilometer zurücklegen. Beladen mit einer Last von bis zu 30 Kilo auf dem Rücken. Mittags haben sie eine Suppe bekommen, die mussten sie stehend auf der Strecke löffeln und dann ging es weiter. Also das waren Strafkommandos mit geringer Überlebenschance. Salamander hat die Schuhprüfstrecke geheim gehalten. Das war ein absolutes Tabu. Bis 2010, da kam einer der wenigen Überlebenden nach Kornwestheim, der Holländer Josef Sneep. Und er berichtete, wer zusammenbrach, wurde in der Regel auf der Strecke erschossen. Und es gab Tage, an denen sah man 10 bis 12 Häftlinge umfallen. Die Strecke bestand 5 Jahre, mehr als 1700 Tage,
Man kann sich vorstellen, wie viele Tote es hier gegeben haben kann. Salamander war ein Hauptlieferant von Testschuhen. Viele Schuhe lieferten auch Leiser, Bata und Mercedes. Insgesamt, ich glaube, 780 Unternehmen, also im Prinzip die gesamte Branche war daran beteiligt. Die Salamander war auch in allen Ausschüssen vertreten, in denen die Tests ausgewertet wurden. Und die Leute saßen auch in übergeordneten Gremien. Salamander hatte in Bezug auf die Schuhprüfstrecke eine dominierende Position. Zusammen mit der Firma Freudenberg, einer Lederfabrik in Weinheim. Die sind sich aber nicht ins Gehege gekommen. Denn Salamander war spezialisiert auf Lederfaserwerkstoffe und Freudenberg auf Gummi, speziell auf Gummisohlen. Anne Sudro schreibt dazu: Alle Unternehmen waren nicht nur in die Verwendung von Häftlingen als Versuchspersonen eingeweiht, sie hatten auch an der ursprünglichen Entscheidung, die Strecke im KZ zu errichten, einen wesentlichen Anteil und waren über Jahre hinweg die bewussten Nutznießer der Schuhprüfstrecke. Sturm schreibt in seiner Salamander-Geschichte über die großartige Entwicklung des Werkes in Türkheim, aber kein Wort über die Tests, nichts über Sachsenhausen. Und das ist das Übelste, was Salamander zu verantworten hat. Es ist mitschuldig an dem Verbrechen auf der Schuhprüfstrecke. Zur Zwangsarbeit. Ich muss aber zwischendurch mal machen. So. Das ist, wenn man zu diesem Thema spricht, ja, bekommt man immer einen trockenen Mund. So, also zur Zwangsarbeit. Ich war ab Januar 1945 Zwangsarbeiterin bei Salamander im Reparaturbetrieb in der Köpenicker Straße 6a bis 7 im Bezirk Kreuzberg. Ich war 16 Jahre alt, wurde dann 17. Ich arbeitete in einer Halle in der 4. Etage zusammen mit Serbinnen, französischen Kriegsgefangenen, polnischen Schuhmachern und Jüdinnen aus Mischehen. Mittags sah ich immer eine Gruppe sowjetischer Kriegsgefangener und die haben aber in einer anderen Halle gearbeitet. Tagsüber waren wir eingeschlossen, wir wurden von SS bewacht und zur Arbeit angetrieben. Meine Aufgabe bestand darin, Schuhe zu sortieren, getragene Schuhe, Halbschuhe von Männern und Frauen, keine Stiefel, keine Kinderschuhe. Schuhe unterschiedlicher Fabrikate. Sie wurden mir auf Karren zugeschoben und ich musste prüfen, was zu reparieren ist und die Schuhe umsortieren zum Steppen, zum Besohlen, zum Kleben und zu anderen Tätigkeiten. Aber an keinem Schuh war markiert, was gemacht werden soll. Ich musste ja erst feststellen, ob überhaupt eine Reparatur nötig ist und manche Schuhe waren vollkommen in Ordnung. Und wir markierten nicht, was gemacht worden war und was beim Abholen zu bezahlen war. Mir wurde klar, diese Schuhe werden nicht abgeholt. Es sind Schuhe ohne Besitzer. Damals fragte ich mich, woher kommen diese Schuhe? Ich ahnte es, aber heute weiß ich es. Es waren Schuhe aus der Hinterlassenschaft der Deportierten und Ermordeten. Dafür gab es zwei Depots, ein riesiges in Auschwitz und ein viel kleineres in Lublin. Lublin ist erforscht.
Da lagerten fast 2 Millionen Paar Schuhe aus den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor, Treblinka und Majdanek. In der Zeit vom Mai 42 bis Dezember 43 sind aus Lublin 211 Waggons mit Schuhen nach Deutschland gefahren. Mit 111.000 Paar Frauenschuhen, 31.000 Paar Männerschuhen, 22.000 Paar Kinderschuhen. Salamander hat solche Schuhe erhalten. Ich bin Zeugin. Ich bin Zeugin. Sie sind durch meine Hände gegangen. Täglich Hunderte. Und es gibt auch einen Beleg dafür. Salamander hat 43 von der Firma Degesch eine Entwesungsanlage gekauft, eine Anlage zur Desinfizierung, zum Beispiel getragener Schuhe. Und diese Anlage wurde mit Zyklon B betrieben. Auch das lieferte Degesch, jenes Blausäuregas, das auch in die Gaskammern geschüttet wurde. Und im Auftrag von Degesch wurde dieses Zyklon B in der Zuckerraffinerie Dessau hergestellt. Eine Nebenbemerkung zu Degussa. Degesch, Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, ist eine Tochtergesellschaft von Degussa, Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt. Degussa hat bekanntlich auch das geraubte Gold bekommen, zu Goldbarren umgeschmolzen und an die Deutsche Bank geliefert. Das ist bekannt. Aber dieses Gold, ein Teil dieses Goldes, wird heute von der AfD an ihre Anhänger verkauft. Das Bankhaus Fink, eng verbunden mit Degussa, hat auch geraubtes Gold erhalten, Hitler unterstützt und das ist ein sehr reiches Bankhaus geworden. Und August von Fink Junior, der heutige Bankchef, der betreibt seinen Goldhandel unter dem Namen Degussa in Köln. Und er unterstützt mit Gold die AfD und die verkauft es. Die Vergangenheit ist ziemlich gegenwärtig. Das nur als Nebenbemerkung und weiter zur Zwangsarbeit. In den 90er Jahren kam das Thema Zwangsarbeit breit in die Öffentlichkeit und 1999 gab es Interviews. Mit Sturm, mit der Pressesprecherin Frau Sawaschek und mit mir. Sturm, das hast du schon gesagt, hat also alles geleugnet. Er hat gesagt, es gab keinen Reparaturbetrieb und demzufolge auch keine Zwangsarbeit. Frau Sawaschek hat das bestätigt und die Echtheit meiner Biografie angezweifelt. Sie hat dort dem Reporter gesagt, man müsse erst mal prüfen, was die Frau Friedländer da zusammenfabuliert hat. Ich konnte den Reparaturbetrieb nachweisen. Er steht im Einwohnerverzeichnis jener Zeit und Salamander hat sich in mein altes Arbeitsbuch mit Stempel und Unterschrift eingetragen. Ich kann auch die Zwangsarbeit nachweisen. Es gab in Berlin etwa 1000 Zwangsarbeiterlager. Das hat Bernhard Bremberger aufgelistet. Und in seiner Liste sind 2 Lager von Salamander. Eins in der Linkstraße 29, das hat Salamander zusammen mit Leiser dort betrieben. Und eins in der Körnerstraße 19, beide in der Nähe vom Potsdamer Platz. Aber die Linkstraße gibt es nicht mehr. Ich habe im Stadtarchiv nachgefragt, ob es Akten von Salamander gibt. Ja, sagte man mir, das gibt es. Aber das wird nicht das sein, was Sie interessiert. Da geht es nur um Anträge auf Entschädigung für Bombenschäden.
Ich dachte, Entschädigung hat was mit Geld zu tun und das ist nicht verkehrt, dem Geld nachzugehen. Ich ließ mir also die Akte geben und habe jede Menge Belege gefunden, auch für die Zwangsarbeit durch Salamander. Salamander, nein, jetzt muss ich mal erstmal überlegen. Ja, in der Liste der zerstörten Elemente, ach dann erst eins, in dem Antrag, der gestellt wurde auf Entschädigung, nämlich die Körnerstraße 19 ist durch Bomben zerstört worden. Und der damalige Direktor von Berlin, Friedrich Schwarz, schrieb in diesem Antrag, unser Arbeitslager für Polenarbeiter. Und das ist eindeutig. Polen, das waren die mit dem P auf der Kleidung, wie die Juden mit dem gelben Stern. Und aus dem zerstörten Inventar, das aufgelistet wurde, da kann man schließen, dass in dem Haus Körnerstraße 19 200 Polen untergebracht waren, in 10 Wohnungen mit jemals 2 Zimmern. In jeder Wohnung 20 Polen, in jedem Zimmer 5 Doppelstockbetten. Das war keine wohnliche Unterkunft, das war ein Zwangsarbeiterlager. Und Sturm hat in seiner Salamander-Geschichte eine Liste mit der Überschrift Übersicht über die ausländischen Arbeiter, die während des Krieges bei Salamander beschäftigt waren. Und da führt er 2097 Personen auf. Viel mehr Frauen als Männer und 21 Nationalitäten. Aber keine deutsche Jüdin und nur 25 Polen, 12 Männer und 13 Frauen. Und die Zwangsarbeiter in Berlin hat er glatt unterschlagen. Die gab es für ihn nicht. Und Salamander hat auch in anderen Städten Betriebe gehabt und ganz sicher auch dort Zwangsarbeiter eingesetzt. Die 2097 beziehen sich auf Kornwestheim. Ich gehe mal davon aus, dass die Zahl stimmt, was ja nicht immer sicher ist bei Sturm. In einer der späten Schriften von Sturm schreibt er über Kornwestheim. Hier hat es 2 Lager gegeben. Jetzt muss ich erst mal gucken. In dem einen waren 1941 20.000 Franzosen, 2.000 Belgier und mehrere tausend Russen untergebracht. Und dann habe es noch das sogenannte Russenlager direkt am Verschiebebahnhof gegeben. Also nicht alle Soldaten, also sowjetische Soldaten waren Russen, davon abgesehen, aber ich bleibe mal jetzt bei dem Wort. Und über diese schreibt er Folgendes, jetzt finde ich den. Wenig wusste man in jener Zeit von den Kriegsgefangenen und den aus den besetzten Gebieten Angeworbenen. Eine hohe Zahl von ihnen war am Ort tätig. Es waren Männer und Frauen aus ganz Europa. Er wusste also ganz genau, dass es Zwangsarbeiter gab, aber in seiner Sprache waren das freundlich Angeworbene oder bei Salamander beschäftigte Arbeiter. Er hat viel geleugnet, aber diese vielen Menschen in den beiden Lagern, die ließen sich nicht leugnen. Das war das Doppelte der Einwohnerzahl von Kornwestheim. Und sie haben überall gearbeitet. Viele natürlich in der großen Schuhfabrik.
Aber an Zwang braucht man dabei nicht zu denken. Es sei ihnen nicht schlecht gegangen, schreibt Sturm. Nur die Russen im Lager am Verschiebebahnhof, die seien gefährdet gewesen durch die Alliierte. Denn der Verschiebebahnhof war ein Ziel ihrer Bomben. Sie waren nicht etwa gefährdet durch die SS, die ihnen zu wenig zu essen gab. Es gab 5,7 Millionen sowjetische Kriegsgefangene. Davon sind 3,3 Millionen umgekommen, mehr als die Hälfte. Es war nicht geplant gewesen, in den zu erobernden Gebieten der Sowjetunion Kriegsgefangene zu machen. Dort sollte ein möglichst menschenleerer Raum für ein deutsches Siedlungsgebiet geschaffen werden. Und zu diesem Zweck sollten 31 Millionen Einwohner verschwinden. Die meisten sollten getötet oder hinter den Ural deportiert werden. Ein kleinerer Teil sollte bleiben als Zwangsarbeiter für die dort aufzubauende Industrie und ein weiterer kleiner Teil sollte germanisiert werden, umgefolgt werden. Ein schönes Wort, ne? So der Generalplan Ost, der Kriegsplan gegen die Sowjetunion. Und sofort nach der Besetzung dieser Gebiete setzten Massenerschießungen von Zivilisten ein. Und viele Männer und Frauen wurden nach Deutschland verschleppt. Das waren die mit dem Zeichen Ost auf der Kleidung. Ja, und dann, also die Deportation hinter den Ural, das hat ja nicht geklappt. Ja, und dann waren noch die Kriegsgefangenen da und die wollte man loswerden, zum Beispiel durch Hunger. Im Mai 1941, wenige Tage vor dem Überfall auf die Sowjetunion, schrieb Heydrich Richtlinien für das Verhalten der Truppen im zu erobernden Gebiet. Und dazu gab es viele Weisungen. Zwei nenne ich mal. Ich hoffe, ich finde sie jetzt gleich. Die den Kriegsgefangenen zustehenden Rechte, wie ausreichende Ernährung und medizinische Behandlung, sind außer Kraft gesetzt. Und eine andere Weisung, der sowjetische Soldat habe wörtlich keinen Anspruch auf Behandlung als ehrenhafter Soldat nach der Genfer Konvention. Die SS hat sich überall an die Weisungen gehalten. Darum die 3,3 Millionen. Und die SS in Kornwestheim war keine löbliche Ausnahme. Warum konnte Sturm für die sowjetischen Gefangenen nicht auch eine ungefähre Zahl angeben, wie für die Franzosen und Belgier? Mehrere Tausend seien es in einem Lager gewesen und für das andere gibt er nicht einmal einen Hinweis auf eine Zahl. Sie brauchten nicht gezählt zu werden. Es wurden laufend weniger und am Ende sollten sie ganz verschwinden. Wie viele von denen, die bei Salamander Zwangsarbeit geleistet haben, sind umgekommen? Nicht durch widrige Umstände, sondern durch Hunger, durch nicht behandelte Verwundungen, durch die übliche Gewalt. Auch mehr als die Hälfte? Und was ist mit denen geschehen, die noch ganz zuletzt im Lager waren? Wurden sie wie in anderen Massenlagern vor dem Abzug der SS erschossen? Ich habe diese Frage und auch andere in Kornwestheim gestellt. Und ich hoffe, dass die Leute, die sich darum bemühen, jetzt auch Antworten finden. Piet Sieger hat ein Lied geschrieben, das Marlene Dietrich gesungen hat. Sagt mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben?
weht der Wind über Gräber in Kornwestheim. Ich komme mal zurück zu den humanen Direktoren. Du hast es schon gesagt. In einem Artikel schreibt Sturm, sie hätten schützende Hände über die Juden gehalten. Ich hatte keine Mühe zu zerpflücken, was er da geschrieben hat. Es stimmt nichts. Er hat auch nur 4 Juden gefunden. 3 von ihnen lebten in Mischehen und waren durch ihre Partner geschützt, relativ geschützt. Trotzdem musste einer von ihnen 38 nach dem Pogrom mehrere Wochen in Dachau zubringen und ein anderer wurde noch im Februar 45 nach Theresienstadt deportiert. Und die dritte, Frieda Singer, war durch ihren Mann geschützt, der sich weigerte, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Er kam dafür in ein Lager der Organisation Todt. Bei Sturm liest sich das so. Walter Singer erklärte sich bereit, wenn keine Verfolgung gegenüber seiner Frau ausgeübt würde, zu einer deutschen technischen Spezialeinheit zu gehen. Es erfolgte eine Einberufung. Also da gab es nichts zu verhandeln. Ein Mann wie Singer konnte keine Bedingungen stellen. Er musste nur eine Frage beantworten. Scheidung, ja oder nein? Und bei einer Scheidung wäre seine Frau sofort abgeholt worden. Und eine Einberufung sei erfolgt. Das hört sich so normal an, wie es damals üblich war bei allen wehrpflichtigen, wehrfähigen Männern. Und die deutsche technische Spezialeinheit, da denkt man nicht an Zwangsarbeit in einem Lager mit SS-Bewachung. Aber ab Herbst 1944 war es das. Mein Vater war in einem solchen Lager. Ja, das soweit zu dem einen. Der vierte, das waren 4 Juden, hat er gesagt. Der vierte, das war ein Halbjude, der hat sich wie ein Nazi verhalten und war wahrscheinlich auch einer, der hatte Freunde, die prominente Nazis waren. Es gab in Kornwestheim mehr Juden als diese 4. Vor dem Krieg gab es eine Volkszählung, da wurden die Einwohner nach ihrer Religionszugehörigkeit gezählt. Und da gab es dann solche Gruppen wie Protestanten und Katholiken, aber keine Gruppe Juden. Die konvertierten Juden, ich habe Namen gefunden, die konvertierten wurden wahrscheinlich zu einer der christlichen Gruppen gerechnet. Aber trotzdem waren sie Juden. Und für die Nazis blieben sie es auch und waren gefährdet. Aus dem Raum Stuttgart, und dazu gehört Kornwestheim, sind 5.000 bis 6.000 Juden deportiert worden. Das geht aus den Gedenkbüchern hervor. Und das waren nur die württembergischen Juden. Die badischen waren schon 1940 deportiert worden. Das war die erste große Massendeportation. Im Widerspruch zu dem, was Sturm in diesem Artikel geschrieben hat, sagte er in dem Interview 99 einen sehr interessierten Satz. Also er schrieb, keinem Juden sei etwas passiert. Und dann sagte er, alle vor dem Krieg bei Salamander beschäftigten Juden konnten nach dem Krieg dort wieder anfangen. Und wo waren sie in der Zwischenzeit? Also mit der Logik dieses Mannes war es auch nicht weit her. Und wie viele waren überhaupt noch am Leben? Von Salamander wurde keiner geschützt, keiner gerettet. Aber für einen Mann hat sich
haben sich die Direktoren von Salamander eingesetzt. Gundelsweiler und Haffner haben 1936 einen Brief an die Spruchkammer geschrieben zur Entlastung des Kreisleiters der NSDAP, also der Nazi-Partei, während der Entnazifizierung. Sie schrieben dort: Von allen uns bekannten Kreisleitern der NSDAP war er der gemäßigste und anständigste. Es ging um den Obernazi von Kornwestheim, Otto Treffz. Und der war schon lange vor der Nazizeit ein aktiver Nazi und als solcher auch vorbestraft. Und 1932 wurde er Kreisleiter in Ludwigsburg und 1943 machte er einen großen Karrieresprung. Da wurde er stellvertretender Bezirksleiter in Estland mit Sitz in Reval, Tallinn. Er war ein Mann der deutschen Zivilverwaltung, die es neben der Militärverwaltung gegeben hat. Und er war direkt dem Generalkommissar Litzmann unterstellt, ein Mann mit Machtbefugnis. Treffz war nachweislich ein Gewalttäter aus Überzeugung, ein Antikommunist und Antisemit. Und für diesen Mann waren Haffner und Gundelsweiler Entlastungszeugen. So human waren die Direktoren von Salamander. Noch etwas zu Sturm. Sprache ist ein Ausdruck des Denkens. In seinen späten Schriften verwendet Sturm Wörter und Wendungen der Nazisprache so, als seien sie noch immer oder schon wieder aktuell. So als könne man sie ohne Bedenken verwenden, wie er selbst. Ich nenne mal ein paar Beispiele, also Arier und arische Großmutter, Reichskristallnacht, Großdeutschland, Frieda Singer heißt bei ihm auch Frieda Sarah Singer und die Kampfzeit 31, das ist also die große Zeit der Nazis mit Salzschlachten und Knüppelattacken der SA. Das kommt öfter vor, Kampfzeit oder Kampfzeit 31. Und Juden wurden ins Reichsprotektorat Böhmen abgeschoben. Das heißt, nach Theresienstadt deportiert. Und eine Zwischenüberschrift heißt bei ihm die Judenfrage. Und dazu schreibt er etwas über die humanen Haltungen der Leute in Kornwestheim. Er erklärt das Wort nicht. Das war ja ein zentraler Terminus der Nazis. Im Brockhaus aus der Nazizeit steht unter dem Stichwort Judenfrage ein Problem, das gelöst werden muss. Und so wurde es auch auf der Wannsee-Konferenz verwendet. Endlösung der europäischen Judenfrage. Und Hinrich Lörose, der Reichskommissar für das sogenannte Ostland, also das Baltikum und die besetzten Gebiete Bielorusslands, der schrieb bei seinem Amtsantritt 1941 Richtlinien für das Verhalten zur Judenfrage. Ich kenne den Text nicht, aber ich bin überzeugt, da steht drin, dass und wie die Juden zu liquidieren sind. Und ich kann auch ein Beispiel aus der Praxis von damals nennen. Ein SS-Offizier meldete an die Leitung der Einsatzgruppe, der er angehörte, Folgendes. Zwischendurch habe ich in den letzten 6 Tagen 2000 Juden
und 200 Zigeuner erschießen lassen. Das ist keine schöne Arbeit, aber das muss sein. So löst man die Judenfrage am schnellsten. Ja, und dieses Wort steht bei Sturm mit einem ganz harmlosen, ja, positiven Inhalt. Sturm, in seinen späten Schriften, da verwendet er jede Menge Sprache, also Sprachelemente der Nazis. Er verbreitet mit der Sprache die faschistische Ideologie. Und als letztes noch zu Sturm. Er hat in seinem letzten Artikel sich mit Treffs beschäftigt. Und das war eine Ehrenrettung. Dieser Artikel ist fast 6 Seiten lang. Zeitungsseiten. Und das ist eine Ehrenrettung für Treffs. Er zitiert dort eine Lobeshymne, die auf Treffs gehalten wurde vor dessen Einsatz in Estland. Da sagte einer: Immer war er ein gerechter Führer, ein aufrichtiger, ehrlicher Kämpfer mit sauberem Herzen. Er ist geblieben, was er war, der ideelle alte Kämpfer Otto Treffs. Alter Kämpfer, das war eine Ehrenbezeichnung bei den Nazis. Und dieses Charakterbild steht da so in dem Artikel ohne Kommentar, ohne jeden Hinweis auf die Fragwürdigkeit. Man soll es so aufnehmen, wie er es zitiert hat. Und dann zitiert sich Sturm auch noch selbst. Das ist das Schönste, was ich von ihm gelesen habe. Er hat 1948 eine Rede gehalten vor den Abgeordneten der vorläufigen Volksvertretung von Baden-Württemberg. Das war die Zeit, als klar war, dass die Täter nicht mehr wie in den ersten Nachkriegsjahren mit einer Bestrafung zu rechnen brauchten, höchstens mit ganz milden Urteilen. Das war die, und dagegen protestierten dann Antifaschisten. Und gegen diese Antifaschisten hat Sturm Stellung genommen. Er sagte damals: Manch einer, der noch vor einem Jahr ein frisch, fröhlicher Antinazi war, ist heute an seinem Überfanatismus, hat heute an seinem Überfanatismus Schiffbruch gelitten und frisst seinen Zorn hinunter auf der fettgrünenden Weide neuer Opposition. Als er das sagte, war er 18 Jahre alt, kann man ihm verzeihen. Aber er wiederholt es als alter Mann ohne Abstriche. Er stand noch immer dahinter. Er zitiert es in diesem Aufsatz mit Stolz. Er nahm Stellung gegen Antinazis. Logischerweise muss er für Nazis gewesen sein. Ein letztes Wort. Die Verantwortlichen von Salamander haben sich nie zur Vergangenheit, zur Nazi-Vergangenheit des Unternehmens geäußert. Das haben sie Hans-Peter Sturm überlassen. Und in seinen späten, Salamander-Geschichte von 58, die könnte man irgendwie als erledigt beiseite lassen. Aber diese späten Schriften und diese letzte Schrift ist 2007 in der Ludwigsburger Kreiszeitung erschienen. Diese späten Schriften, das ist unsere Gegenwart. Und darum habe ich das Buch geschrieben. Soweit erstmal. Oh. Ja, herzlichen Dank. Jetzt hast du schon gesagt, und darum hast du das Buch geschrieben. Wann hast du dich denn überhaupt entschlossen, über dein Leben als Zwangsarbeiterin öffentlich zu schreiben und zu sprechen?
Zu dem Buch habe ich mich erst vor ein paar Jahren entschieden, aber ich habe mich natürlich mit Salamanders Geschichte schon beschäftigt, also auf jeden Fall seit dieser Zeit 99, als ich dazu interviewt wurde, da ist mir das erst auch mal richtig wieder bewusst geworden, was eigentlich für eine Vergangenheit dahinter steckt. Und dann habe ich einfach gesammelt und immer wieder, was ich denn so gefunden habe. Es gibt ja inzwischen dann auch eine ganze Menge Bücher und Aufsätze, in denen die Zeit beschrieben wurde. Ja, und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt schreibe ich das Buch, aber das ist vielleicht 3-4 Jahre her, das kann ich gar nicht so genau sagen. Du hast ja gesagt, viele große Schuhfirmen, Leiser, Bata, das sind ja alles auch, gerade Bata sind ja auch recht teure Schuhe, waren an dieser Schuhprüfstrecke beteiligt. Gibt es denn Firmen, die sich mit ihrer Vergangenheit, also wovon du weißt, die sich mit ihrer Vergangenheit anders auseinandergesetzt haben als Salamander? Ja, es gibt Ausnahmen, sagen wir mal, aber fast alle haben sich bisher verhalten wie Salamander, mit wenigen Ausnahmen. Also von der Familie Freudenberg, nicht von der Firma, nur eine, die aus der Familie stammt, die hat sich einen der ehemaligen Schuhläufer gesucht, also und ist zu ihm gefahren, hat ihm Geld gegeben und sich für die Geschichte entschuldigt. Aber das war ihre ganz persönliche Angelegenheit. Ansonsten, ich weiß nicht, welche Ausnahmen es gegeben hat. Ich weiß nur, dass es sie gegeben hat. Vielleicht noch einmal zu der Schuhprüfstrecke. Du hast ja es schon angesprochen, es ist so gut wie niemand verurteilt worden. Der Leiter der Schuhprüfstrecke, Ernst Brennstedt, wurde im sowjetischen Sachsenhausen-Prozess verurteilt. In der Bundesrepublik, in Klammern alt, also in der BRD, gab es dort Urteile wegen der Schuhprüfstrecke? Ist dort jemand verurteilt worden? Die Briten und die Amis haben sich nicht für die Schuhprüfstrecke interessiert. Das war im sowjetischen Sektor, also in der sowjetischen Zone, und die sollten das machen, aber die Leute, die da verantwortlich waren, die das alles betrieben haben, die saßen im Westen, die saßen vor allen Dingen in Baden-Württemberg und Bayern. Aber die wurden nicht belangt, keiner von denen ist belangt worden. Also die Direktoren von Salamander sowieso nicht, obwohl die... Also ich könnte genauer schildern, was die für Verantwortung im Einzelnen hatten. Also die haben dafür gesorgt, Hammelbacher und Eichenlaub, also in Türkheim war ja Robert Eichenlaub der Direktor, und der hat dafür gesorgt, dass also Trennkommandos eingerichtet wurden. Das waren auch Häftlingskommandos, die also die nicht mehr tragbaren Schuhe in ihre Bestandteile zerlegen sollten. Das sollte eigentlich mit Maschinen gemacht werden, aber er hat durchgesetzt, dass da für Häftlinge benutzt werden. Und er hat wörtlich gesagt, die stünden in unbegrenzter Zahl zur Verfügung und wären pausenlos einzusetzen. Also so dieses Verhalten, also die fühlten sich durchaus dafür verantwortlich, aber wurden nicht belangt. Hammelbacher in Kornwestheim auch nicht, der war der Direktor in Kornwestheim. Diese und auch Ernst Siegel war, die drei, die Direktoren, die waren auch selbst an der Schuhprüfstrecke und wussten genau, was da passierte. Nein, die sind nicht belangt worden. Nicht einmal Herfeld, der Leiter der Versuchsanstalt für Lederersatzstoffe in Freiburg, der
hat es geschafft, nach dem Westen zu kommen und ist dann bei Eichenlaub in Turkheim untergekommen. Und selbst der Geschäftsführer von Degesch, Peters hieß der, der wurde ja zwar verurteilt, hat dann Einspruch, wie sagt man, Revision beantragt und ist dann freigesprochen worden. Wegen erfolgloser Mitwirkung am Massenmord, so hieß das im Urteil. Warum das erfolglos gewesen sein soll, ist mir nicht klar. Es wurde begründet damit, dass er, dass seine Mitwisserschaft nicht beweisbar ist. So, und damit war er dann frei. So ist es mit allen gegangen, ja. Bis auf den Brennscheid. Aber der ist im sowjetischen Sachsenhausen-Prozess verurteilt worden. Der ist dann aber 55, der war wirklich ein paar Jahre in sowjetischer, im sowjetischen Lager und ist dann 55 an die BRD gegeben worden und dann war er wieder ein freier Mann. Dafür hat Adenauer gesorgt, dass die alle so ohne Schwierigkeiten über die Runden kamen. Mhm. Du hattest ja schon einige aktuelle Bezüge zur AfD genannt, das Gold zum Beispiel. Ich will vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen. Im Oktober 1940, das ist ja auch in dem Buch beschrieben, wurden über 6.500 badische Juden in Lörrach gesammelt und dann in das Lager Gürs nach Frankreich deportiert. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Herr Professor Meuthen, hat jetzt im Landtag von Baden-Württemberg einen Antrag gestellt, dass das Geld, was von dem Land vom Landtag Baden-Württemberg für das Lager Gürs zur Verfügung gestellt wird, gestrichen werden soll. Was ging dir durch den Kopf, als du davon erfahren hast? Also das wusste ich noch nicht, aber ich kenne die Geschichte also mit den Juden in Baden. Das waren die ganzen badischen Juden, 6.548 sind da. Das sind so die neuesten Rechnungen dazu. Also die Nazis haben ja gut Buch geführt. Das weiß ich, aber das... Gut, dann wissen wir das jetzt hier. Ja. Also das heißt natürlich, dass die AfD, die ja auch gerne so ein bisschen harmlos tut und als hätte sie mit der Vergangenheit nichts zu tun, da genau ihr Auge drauf hat. Ne? Ja, aber es ist vielleicht doch interessant, dass ich gerade jetzt so um diese Zeit immer häufiger solche Veröffentlichungen kommen, die sich mit dieser Vergangenheit beschäftigen. Es muss doch, ich hoffe es jedenfalls, zunehmend Leute geben, die sagen, was war denn damals eigentlich los? Nicht? Das ist vielleicht auch eine Frage des Generationswechsels, nicht? Dass jetzt vielleicht Leute doch mehr, dass die sagen, also wie sind denn heute die Verhältnisse? Wir haben die rechten Tendenzen. Gab es da vielleicht Vergleiche mit der Vergangenheit, also vor der Nazizeit und dann den Anfang der Nazizeit? Und warum haben die damals alle mitgemacht? Warum können heute hier die Rechten so Zunahme verzeichnen? Ja. Ja, vielleicht haben Sie Fragen. Habt ihr Fragen oder Bemerkungen? Wer möchte sich äußern? Es gab gerade die Bemerkung, dass im Zuge der Konsumgüterproduktion und der Wünsche nach besserer Ausstattung in der DDR so in den 80er Jahren ist ja die sogenannte Gestattungsproduktion gab und Salamander, damals es dann Salamanderschuhe gab. Jetzt gab es von hinten den Zwischenruf, die wurden bei Burg, in Burg bei Magdeburg produziert und ja, und die Frage, ob man das damals nicht gewusst hat, die Geschichte von Salamander. Denn viele haben ja auch diese Salamanderschuhe gekauft und gesagt, ja, die waren eben schicker und schöner. Was meinst du dazu? Was ging dir damals durch den Kopf? Denn das war ja bei allen Thema. Plötzlich gab es Salamanderschuhe. Ja, das waren für mich einfach die, die normalen Handelsbeziehungen,
die von der DDR zu allen Ländern gehalten wurden, eben auch zu Westdeutschland natürlich. Das lag uns ja eigentlich auch am nächsten, dass da also gute Beziehungen auch über den Handel entstehen. Ja, ich habe natürlich keine Salamander-Schuhe getragen, aber es waren nun mal die Qualitätsschuhe. Und das höre ich auch heute immer wieder. Aber wenn man heute, vielleicht soll ich das nochmal sagen, wenn man heute Salamander-Schuhe kauft, muss man nicht denken, dass es die Salamander-Qualität ist. Denn den Konzern Salamander als solchen gibt es nicht mehr. Also seit etwa 2000 ist nach und nach Salamander verkauft worden, zuletzt 2008 der Name. Und das sind heute Produktionsergebnisse, also von großen Konzernen, ich weiß nicht mal mehr welche, das ist auch schwer festzustellen, und von ein paar kleinen privaten Firmen, die da also Betrieben, und das sind nicht nur Schuhe, das sind alle möglichen Artikel, bis hin zu Möbeln. Selbst bei Salamander in Kornwestheim, das ist ja ein Riesengebäude dort, unten im Parterre sind lauter Geschäfte drin. Da kann man alles Mögliche mit dem Namen Salamander kaufen. Also das ist jetzt wirklich vorbei. Nur der Salamander-Name existiert noch. Und der steht auch in großen grünen Lettern an diesem 130 Meter langen Gebäude. Nee, also was die DDR betrifft, das war für mich eigentlich auffällig, aber im Zusammenhang mit dem gesamten Handelsgeschehen nichts Besonderes. Ja, danke schön. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Dann komme ich noch mal kurz auf die Organisation TOT zurück. Die stand ja unter dem Kommando von Albert Speer. Und verfügte, du hast es ja auch angesprochen, Ende 1944 über 300.000 Arbeitskräfte, dann waren es ja eigentlich alles Zwangsarbeiter. Albert Speer konnte ja nach dem Krieg relativ schnell wieder Karriere machen. Meinst du, dass er heute kritischer bewertet wird als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren? Also mit Speer habe ich mich nicht mehr weiter beschäftigt. Du bist einfach zu wissenschaftlich. Du sagst nur Sachen, Meinung zu Sachen, die du wissenschaftlich selbst bearbeitet hast. Naja, das finde ich gut. Als Politiker geht das ja nicht, da muss man zu allem immer was sagen. Ja, also das kann ich nicht beantworten, was mit Speer ist. Ich weiß nur, dass ab 1944 die Lager wirklich KZ-ähnliche Bedingungen waren. Nicht ganz so streng bewacht wie im KZ, weil diese Männer, die dort Zwangsarbeit leisteten, ja nicht die Absicht hatten zu fliehen. Die wollten ja ihre Familien dadurch schützen, dass sie in diesen Lager waren. Aber mein Vater erzählte über die Bedingungen und also ich weiß schon, er kam auch ziemlich verwirrt wieder. Ich will vielleicht noch mal ein bisschen persönlich, wenn du gestattest, persönliche Fragen stellen. Wieso hast du dich denn entschieden, Germanistik zu studieren? War das dann so, jetzt beschäftige ich mich lieber mit schönen Dingen? Du hättest ja auch Richterin werden können oder sowas. Ja, das hatte ich ja eigentlich auch vor. Ach so. Ja, ich war erstmal, also an der Vorstudienanstalt waren die meisten darauf orientiert, zu den Juristen zu gehen. Und da wollte ich auch hin. Bin ich auch ein Semester habe ich da mitgemacht, auch ein knappes Semester, dann bin ich da ausgerückt. Das war nichts für mich, vor allen Dingen, weil dort Professor Neye, der große Mann war, und der lief immer an den Studenten, also darauf vorbei, im Audimax, einem alten Audimax, das kennst du noch. Und dann hat er, also der hat bürgerliches Recht gelesen, und dann hat er immer irgendwelche Studenten, die aus der Vorstudienanstalt kamen, aufgerufen, und die hatten natürlich keine Ahnung, die waren alle ganz neu.
Und dann rief er dann in einen seiner Jüngelchen auf, die aus juristischem oder anderen Haushalt kamen. Und die haben dann die Paragraphen runtergeschnurrt. Das haben alle meine Freunde über sich ergehen lassen. Ich bin vorher ausgerückt. Ich habe gedacht, Diskriminierung hatte ich genug. Das lasse ich mir nicht noch einmal gefallen. Also habe ich das mit der Juristerei aufgegeben. Aber inzwischen habe ich doch gemerkt, dass mir das mit der Sprache besonders lag oder gefiel. Eine, die Lehrerin an der Handelsschule, an der ich illegal war, die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da war ich nur noch erst 14, 15 Jahre alt. Und ich merkte, dass ich etwas formulieren kann und dass mir das mit der Sprache gefiel. Ich habe sehr viel gelesen und ich dachte, das ist was Schönes, so wie du sagst, sich mit schönen Dingen beschäftigen. Das habe ich dann gemacht. Als du 1975 nach Warschau gegangen bist, da war ja die Vergangenheit, das haben wir vorhin kurz besprochen, dann wieder sehr nah. Was hat sich in Warschau für dich verändert, als du dort warst? Naja, ich habe bis zu der Zeit, also wir sind 75 nach Warschau gegangen, bis zu der Zeit habe ich noch nie genauer über meine Vergangenheit, über die Familie gesprochen. Ich habe meinen Kindern gesagt, das war die Großmutter, die ist nach Theresienstadt gekommen, das war die, die ist mit den Kindern deportiert worden und die haben versucht, über Lörrach in die Schweiz zu kommen. Das habe ich ihnen gesagt. Aber ich habe ihnen nie erzählt, was ich mit diesen Menschen erlebt habe. Das konnte ich nicht. Und ich war jung genug nach dem Krieg, um das auch zu verdrängen, um einfach es zurückzuschalten. Und ich habe einfach angefangen zu leben. Aber dann in Warschau, da sind wir an jeder Ecke an Tafeln vorbeigekommen, die auf die Vergangenheit hinwiesen. Und wir haben direkt am Rande des Warschauer Ghettos, das ja nicht mehr, also es war eingezeichnet in den Straßen, am Rande dieses Warschauer Ghettos gelebt, also gewohnt. Und dann habe ich angefangen, doch das aufzuschreiben. Und ja, mein Mann hat mich dazu gedrängt und meinte, das muss sein und er hatte recht. Damit war ich dann in der Lage, darüber zu reden. Vorher hätte ich das nicht können. Zu Anfang ist mir das sehr schwer geworden, darüber zu reden. Ich hatte eine Freundin, die im Verlag war, die das auch redigiert hatte. Und die hat gesagt, ich komme mit und sitze neben dir. Die hat mir Beistand geleistet und damit habe ich die ersten Lesungen über mich zustande gebracht. Und heute kann ich relativ gelassen über diese Zeit sprechen. Mit der Zeit kriege ich auch einen gewissen Abstand dazu. Ich bin innerlich nicht mehr so berührt wie in den ersten Jahren. Ja, ich kann nicht sagen, dass es irgendwie nur so dahin ist. Es berührt mich schon, aber ich lasse mich nicht mehr davon so beeinflussen. Also ich war jetzt im Januar an der Nordsee und da wurde mir erzählt, dass bis in die 60er Jahre hinein auf Sylt ein Bürgermeister im Amt war, der führend beteiligt war, den Aufstand im Warschauer Ghetto niederzuschlagen, also Massenmörder, kann man sagen. Und die Frau, die mir das erzählt hat, hat dann gesagt, so, da gab es dann eine Initiative in den jetzt 2000er Jahren, eine Gedenktafel im Rathaus anzubringen oder eine Tafel, die darauf verweist.
Und sie sagt, sie sind dort mächtig als Nestbeschmutzer beschimpft worden. Das wäre doch so ein guter Bürgermeister geworden, gewesen bis in die 60er Jahre hinein. Und wie könnte man ihn dann jetzt nach so vielen Jahren so schlecht über ihn reden? Ne? Das zeigt natürlich, finde ich, immer wieder, dass diese Vergangenheit ja eben nicht so weit weg ist und auch nicht vergessen werden darf. Und wir haben ja gesehen an verschiedenen Beispielen, die du auch selbst genannt hast, wie nah das ist. Ja, bitteschön. Ob ich den Stern, tragen musstest? Nein, ich habe den Stern nicht getragen. Ich bin auch nicht sicher, dass meine Mutter den Stern tragen musste. Wahrscheinlich, sie hatte jedenfalls einen immer in der Tasche. Das habe ich aber erst 45, also als alles vorbei war, da habe ich das erst gemerkt, dass sie den Stern in der Tasche hatte. Ich bin, weiß es aber nicht, und ich habe mit meiner Mutter nie über die Zeit gesprochen. Sie konnte das so wenig wie ich. Und später, als ich dazu bereit und in der Lage gewesen wäre, da hat sie nicht mehr gelebt. Ja? Also das weiß ich nicht. Ich musste ihn nicht tragen. Meine Mutter hat ihn auch nicht getragen. Und wie haben Sie die Befreiung erlebt? Die Befreiung hier im Bunker am Alexanderplatz. Als die ersten Granaten über uns wegflogen, sind wir zum Bunker gelaufen. Mein Vater war übrigens schon da. Er war ein paar Tage vorher zurückgekommen. Also der ist bei einer günstigen Gelegenheit dann aus dem Lager da geflohen. Das war so in den allerletzten Tagen, und da hat die SS, die war mehr mit sich selber beschäftigt, um sich in Sicherheit zu bringen. Und wir sind alle drei dann zum Bunker gelaufen. Und da haben wir 11 Tage und 10 Nächte zugebracht, ohne was zu essen. Und nur einmal hatten wir einen Schluck zu trinken. Und danach mussten wir dann aus dem Bunker raus, noch Kampfgebiet, als diese Ecke dort Kampfgebiet war. Aber die Sowjets, die dann den Bunker besetzt hatten, haben uns rausgeschickt, weil ihnen diese vielen Zivilisten in dem Kampfgebiet nicht geheuer waren. Sie mussten da raus. Und dann sind wir nach Rüdersdorf gelaufen. Also unser Weg führte nach Rüdersdorf. Unser Haus am Strausberger Platz war während der Kampfhandlung abgebrannt. Das wussten wir aber damals noch nicht. Wir konnten nur in einer Richtung, dort, wo uns dann die Sowjetarmee immer weitergewiesen hat, dort, wo also nicht mehr gekämpft wurde. Und dann haben wir es bis nach Schöneiche geschafft. Und nicht ganz bis nach Rüdersdorf in Schöneiche lebten die Familie meines Vaters, und das waren Nazis. Und ich habe gesagt, zu denen gehe ich nicht. Dann schlafe ich eben im Wald. Da sagt meine Mutter, um Gottes Willen, du kannst um diese Zeit jetzt nicht im Wald schlafen. Und also ich bin dann mit dahin. Und wie wir da ankommen, da wurde diese Straße gerade geräumt, weil dort eine sowjetische Einheit Quartier machte. Dann ging meine Mutter zu einem der Offiziere und da nahm sie eben den Stern aus der Tasche, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, und sagte, machen Sie mit uns eine Ausnahme. Und wir durften dann in dem Haus bleiben, aber wir durften nicht ans Fenster gehen, uns sollte es in dem Haus gar nicht geben. Und die Nazi-Familie von meinem Vater, die durfte also dann auch in dem Haus bleiben. Die anderen wurden alle irgendwo in der Schule untergebracht. Ja, und in dieser Zeit war der Krieg zu Ende gegangen.
Und ich habe es nicht einmal richtig mitgekriegt. Ich hatte mir immer vorgestellt, also was das für ein Tag sein wird, wenn es dann heißt, alles ist vorbei. Und dann habe ich es nicht wirklich erlebt. Ja, also was soll ich sonst sagen? Ich fühlte mich, besaß nichts, alles war ja abgebrannt. Wir hatten nur so eine Tasche mit, keine große, wir mussten ja rennen zum Bunker. Aber ich fühlte mich frei. Ja, ich hatte nichts, aber niemand wollte mehr etwas von mir. Mir war klar, jetzt beginnt ein ganz neues Leben. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, danke.